Tag 28. Ich war in Ossibrero angekommen. Ossibrero ist so eine Art Museumsdorf. Da sind sehr viele typische Steinhäuser, so runde Steinhäuser aufgebaut. Es leben da zwar ein paar Menschen, aber hauptsächlich ist es so eine Art Museumsdorf, wo auch zwei Pilgerherbergen sind und eine sehr schöne kleine Kapelle steht, die sehr, sehr, sehr alt ist. Und Ossibrero liegt sehr, sehr, sehr hoch. Man muss einen ziemlichen Anstieg hinter sich bringen. Der Nachteil eines Passes, wie dem des 1300 Meter hochgelegenen Ossibrero ist, dass es eine Schinderei ist, hinaufzukommen. Der Nachteil ist, dass man mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt wird. Was hatte ich über Galizien alles gehört? Seine geheimnisvollen und mystischen Geschichten, die unvergleichbaren Landschaften. Ich war gerade ein paar Meter über die Grenze zu Galizien in der Provinz de Lugo gewandert, als mir auf einer Straße ein Auto entgegenkam, dem ein Vogel an die Windschutzscheibe klatschte. Das Tier blieb einige Meter vor mir flatternd auf der Straße liegen. Ich ging zu ihm hin und hob ihn auf, damit er nicht vom nächsten Auto überrollt würde. Ich nahm den Vogel in meine Hand und wollte ihn neben den Weg ins Gebüsch legen. Nach ein paar Metern spürte ich, dass er sich nicht mehr bewegte. Er war in meinen Händen gestorben. Ich schaute den Büschel Federn in meiner Hand eine Weile an und wurde sehr traurig. Wieso passiert mir so etwas ausgerechnet auf dem Jakobsweg, dachte ich. Noch mit dem Tier in der Hand kam ich in das Museumsdorf Ossibrero, das seit dem 9. Jahrhundert von einigen Benediktinermönchen als Pilgerherberge betreut wurde. Ich betrat die kleine Kirche Santa Maria de Real, La Real, das älteste Heiligtum am Jakobsweg und träufelte etwas Weihwasser über den toten Vogel. Dann ging ich nach draußen und scharrte ihm ein kleines Grab. Ich hatte keine Ahnung, warum mich das Ereignis so getroffen hatte. Es war ja eigentlich nur ein Vogel. Ich versuchte, das Ganze zu vergessen und besichtigte das Museumsdorf. Einige große Hunde fielen mir auf, die schlafend an den Häusern lagen. An einem Stand kaufte ich Bananen und setzte mich in ein kleines Café. Aber ich fand keine richtige Ruhe und entschloss mich, mich wieder auf den Weg zu machen. In der Herberge fragte ich eine Frau nach dem richtigen Weg, auf den ich seit 5 Minuten unterwegs war, als mir auffiel, dass ich ohne meinen Pilgerstab wanderte. Jetzt wurde ich aber richtig hektisch. Im Eilschritt marschierte ich schon wieder ins Dorf zurück, vorbei an einer blonden Frau mit rotem Rucksack, der ich am Vortag noch einmal begegnet war. Ich versuchte zu überlegen, wo ich denn meinen Pilgerstab liegen gelassen hätte. Ich suchte in der Kirche, nichts. Dann im Café, auch nichts. Ich fragte den Bananenverkäufer, ob ich bei ihm meinen Pilgerstab nicht gelassen hatte. Nun bemerkte ich, wie sich alle Personen, die ich gefragt hatte, auf die Suche nach meinem Stab machten. Dann rief der Bananenverkäufer und winkte mit meinem Stab. Ich hatte ihn an einer Mauer stehen lassen, als ich ein Foto von der Kirche gemacht hatte. Ich bedankte mich herzlich und machte mich abermals auf den Weg. Es war doch nur ein Stück Holz, der ehemalige Ast eines Baumes, sagte ich zu mir, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht ohne ihn weitergehen konnte. Ich tastete mich noch einmal komplett ab, ob in meinen Taschen alles komplett war, und wanderte kopfschüttelnd leicht bergauf in einen wunderschönen Nadelwald. Ja, der Pilgerstab. Ich hatte meinen Pilgerstab geschenkt bekommen von dem Sohn von Bruno. Das war ganz am Anfang meiner Reise. Das war eine sehr schöne Geste. In der Regel sagt man, dass man den Pilgerstab eigentlich nicht kaufen soll, sondern dass der Pilgerstab einen findet. Mich hat er gefunden. Also ich habe mir am Anfang keinen gekauft. Und Bruno, das ist ein 18-jähriger Spanier gewesen, der mit seinem Vater unterwegs war. Wir haben am Anfang der Reise 3-4 Tage miteinander sind wir gelaufen. Und als er dann den Jakobsweg mit seinem Vater dann beendete, nach 3-4 Tagen meiner Reise, hat er mir seinen Pilgerstab geschenkt. Das ist was ganz Besonderes gewesen. Und als ich ihn in Ossibrero vergessen hatte, ich weiß es heute noch, ich habe richtig Panik gekriegt, als hätte ich mein Portemonnaie mit Kreditkarten liegen lassen oder irgendwas. Also es war, ich wäre auch nicht ohne weitergehen. Also ich habe ihn gefunden oder er hat mich wiedergefunden, wie auch immer. Das sind so die Geschichten, die einem auf dem Jakobsweg dann passieren.